So, meine Lieben, hello, hello. Ein paar Tage später, eigentlich sollte dieses Video gar nicht so weitergehen, aber mir ist gerade was richtig Heftiges passiert und das muss ich euch erzählen. Holt euch am besten was zu trinken. Ich lackiere mir in der Zwischenzeit die Fingernägel. Ihr wisst, ich hole immer so ein bisschen aus, aber nur deshalb, weil ich es ausführlich erklären möchte, damit man es auch gut versteht. Und das ist so ein wichtiges Thema und ich hätte nie gedacht, dass zur heutigen Zeit noch sowas passiert. Im Zeitalter von Social Media, Nachrichten, Zeitung und Co. Ich habe wirklich gedacht, dass die Menschen da draußen ausreichend informiert sind, aber scheinbar nicht. Ich kann es immer noch nicht glauben, was gerade passiert ist. Also, ich erzähle es euch und ich möchte darüber informieren, aufmerksam machen, meine Reichweite nutzen und mir liegt es fern, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, irgendjemanden an den Pranger zu stellen, sondern einfach nochmal klar und deutlich zu sagen, dass man das tunlichst unterlassen sollte, und zwar Kinder und Tiere im Auto zu lassen. Bei diesen Temperaturen kann es wirklich fatal sein. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt, sowas noch zu machen. Ich erzähle euch die Geschichte. Also wir waren auf dem Weg zum Aldi. Ich wollte meiner besten Freundin kurz Hallo sagen. Der Liam war dabei. Wir wollten natürlich auch einkaufen. Und wir haben eine große Baustelle, um zum Aldi zu kommen. Ich hatte Rot. Und wer kommt mir entgegen? Natürlich meine Freundin. Sie hatte das Fenster offen. Es war sehr warm. Und ruft mir noch zu, euch habe jetzt Feierabend. Sie hat sich scheinbar gedacht, dass wir sie kurz besuchen wollten, ne? Und einkaufen wollten. Dann sag ich, na gut, kein Problem, wir fahren trotzdem hoch. Fahre ich auf den Parkplatz, neben mir steht ein Auto und an der Fahrertür ist das Fenster so ein Spalt offen. Ich blende euch ein Bild ein, damit ihr es mir glaubt. Und bei mir gingen sofort die Alarmglocken an. Ich habe gewusst, okay, also entweder ist da jetzt ein Kind drinne oder ein Tier. Ich habe reingeguckt und hinten auf der Rückbank saß ein kleines Mädchen, die hat geschlafen, die war vielleicht 2,5, 3, keine Ahnung, ich kann es schlecht einschätzen, ist ja auch völlig egal, wie alt dieses Kind war. Es war ein Kind im Auto, ja. So, also was mache ich? Liam, natürlich Mutter ausgestiegen, hat gedacht, wir gehen jetzt zum Aldi rein. Habe ich ihm erstmal erklärt, wir müssen kurz warten, weil da ein Kind drin ist. Habe es ihm gezeigt, wir warten jetzt erstmal auf die Mama von dem Kind, habe ich gesagt, und wir rufen mal kurz die Jasminka an, meine Freundin. Die ist natürlich nicht ans Telefon gegangen, weil sie gerade am Fahren war. Da sollte man natürlich nicht ans Telefon gehen. Und wir haben kurze Wege. Kurz darauf hat sie mich zurückgerufen. Sagt sie, was ist denn passiert? Was ist denn? Sag ich, ja du, bei euch auf dem Parkplatz, da ist ein Auto mit einem Kind im Auto. So, deutsche Sprache. Sagt sie, um Gottes Willen, wer macht denn sowas noch heutzutage? Sag ich, ja, scheinbar machen das noch Leute. Was soll ich denn jetzt machen? Habt ihr zufällig im Laden die Möglichkeit, jemanden ausrufen zu lassen? Und da hat sie gesagt, nee Heidi, das haben wir nicht. Also gut, habe ich mir gedacht, dann gehe ich kurz rein am besten und schau mal, wem das Kind gehören könnte. Ne? So, Liam ist rein, hat sich schon mal eine Schokolade geholt, ich habe sie mir auch versprochen. Und ich stand an der Kasse, es war nichts los, Liam kommt mir entgegen, ich bezahle und in der Zwischenzeit habe ich eben der Verkäuferin erklärt, um was es geht. Die konnte mir aber nicht weiterhelfen und ich habe zwei Frauen angesprochen, von denen ich dachte, dass es vielleicht die Mütter sind, ne? So separat voneinander habe ich sie angesprochen, aber nein, leider war das eben nicht die Mama von dem Kind. Ja, dann bin ich wieder raus, Liam war auf dem Gehsteig gesessen, auf den muss ich natürlich aufpassen, ne? Parkplatz, da fahren Autos, und der war beschäftigt mit seiner Süßigkeit. Und dann habe ich da gewartet. Dann hat mich meine Freundin nochmal angerufen, sagt sie, und ist die Mutter jetzt gekommen? Nee, habe ich gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Sagt sie, ruf die Polizei. Bei dem Wetter, du musst die Polizei rufen. Ja, dann kam ich mir total blöd vor, ne? So typisch Allmann, rufst du direkt die Polizei. Aber für mich hatte das Priorität, dass es einfach dem Kind gut geht. Wie gesagt, ich möchte niemanden fertig machen, das liegt mir echt fern, aber ich habe keine Möglichkeit einfach gesehen. Ich hatte selbst mein Kind dabei, ich konnte jetzt nicht den halben Aldi da durchsuchen, weil der Liam natürlich dann auch, ne, nach allem schaut. Und ich habe wirklich lang gewartet und man sieht es ja auch auf meinem Handy anhand der Anrufe, wie lang dieses Kind in dem Auto war. Jedenfalls habe ich bei der Polizei angerufen und der Polizist war sehr, sehr freundlich, hat sich auch bedankt, dass ich da so aufmerksam eben bin und hat das Kennzeichen wissen wollen, das habe ich durchgegeben, hat sich alles notiert und hat gesagt, er schickt eine Streife vorbei, er kümmert sich. Ja gut, ich war trotzdem noch da gestanden und habe auf dieses Kind aufgepasst quasi, ja. Und gewartet, gewartet, gewartet und ich weiß ja nicht, wie lange das Auto davor schon da stand.
Und wenn ich auf dem Parkplatz fahre, sehe ich ja, ob das Auto gerade einparkt, rückwärts war es eingeparkt. Also es dauert ja auch einen Moment, aber das Auto stand ja schon da. Und die Mutter war nicht zu sehen. Also die stand da schon ein paar Minuten. Naja, gut. Dann kam eine Frau raus mit vollgepackten Einkaufskorbwagen. Und dann habe ich sie ganz, ganz höflich, ich habe gemerkt, sie kommt auf das Auto zu, habe ich sie ganz höflich darauf angesprochen und habe gesagt, du, pass auf, also wir leben ja in einem Dorf, jetzt kenne ich die natürlich auch, ne, dummerweise, wie das halt immer so ist. Auf das Thema komme ich auch gleich nochmal zurück. Und sage ich, du, das ist nicht so gut, dass du die Kleine hier im Auto gelassen hast. Ich möchte es dir nur sagen, ich habe jetzt hier die ganze Zeit gewartet. Ne, es ist wirklich nicht gut, es tut mir total leid, dass ich dir das sagen muss. Und sie so, ja, ich habe ordentlich geparkt. Also sie hat sich sofort angegriffen gefühlt, was natürlich psychologisch gesehen, wie gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, auch irgendwo verständlich ist, weil du in dem Moment der Person, die die Aufsicht hat, in dem Moment nimmst du der was. Ne? Schwieriges Thema. Jedenfalls hat sie gemeint, naja, sie hätte das Fenster offen gelassen und es ist ja alles gut. So ein Spalt. Naja, habe ich gesagt, du, pass auf, wenn das Kind jetzt geweint hätte, ne, wenn die von Anfang an so bitterlich geschrien hätte und ich hätte es nicht gesehen, ich meine, ich hätte ja anders reagiert, wenn das Kind da am Schreien gewesen wäre. Ne? Ich habe die beobachtet, ich habe geschaut, ne, wie der Brustkorb sich hebt und so weiter. Und unglaublich, diese Geschichte. Naja, und dann sagt sie, naja, die hat ja geschlafen. Ja, habe ich gesagt, also was hättest du jetzt gemacht, wenn das Kind 30 Minuten schreit und keiner hätte das mitbekommen? Das geht doch nicht. Ja, ich kenne meine Tochter, das ist ihr Mittagsschlafzeit. Ne? Also in der Zeit macht sie immer ihren Mittagsschlaf. Ach, sage ich, ja, Wahnsinn. Also ich meine, wenn man das doch weiß, wann das Kind zu Mittag schläft, geht man ja in der Regel nicht einkaufen. Ja? Es sei denn, es ist was super Wichtiges und man muss kurz zur Apotheke, so hat es eben auch der Polizist gesagt am Telefon, sagt er, naja, wenn man ganz kurz anhält vor der Apotheke und ganz kurz ein Medikament holt, ist zwar vielleicht auch nicht optimal, aber vielleicht auch ein bisschen verständlicher, aber dass man da einkaufen geht und einfach das Kind alleine lässt, das geht halt überhaupt nicht. Das war auch das, was ich noch der Mutter gesagt habe, wirklich im Guten. Ich habe gesagt, weißt du, jetzt ist es ja nochmal gut gegangen, aber wenn deinem Kind jetzt was passiert wäre, wäre das Geschrei groß. Also sei doch froh, dass ich jetzt hier stand und auf dein Kind aufgepasst habe. Ne? Und wie gesagt, ich möchte das nochmal erwähnen, ich bin wirklich super höflich und ganz freundlich gewesen. Ich habe sie nett darauf hingewiesen und dann, als sie so aggressiv wurde, habe ich gesagt, es tut mir auch echt total leid, aber ich musste wirklich die Polizei rufen, weil es geht gar nicht. Naja, hat sie das gehört, wurde sie natürlich noch aggressiver, ganz klar, und sagt zu mir allen Ernstes, ja, mach du mal dein Instagram. Okay, da hat sie natürlich bei mir einen wunden Punkt erwischt, weil das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun und ich lebe halt hier in einem Dorf und dass das Dorf hier das mit dem Instagram und mit meinem Blogger-Dasein nicht so geil findet, das weiß ich, das spüre ich auch, aber ich renne hier halt nie mit der Kamera rum, weder mit meinem Handy noch mit meiner Vlog-Kamera. Hier bin ich einfach nur die Heidi und fertig, ja. Aber wie gesagt, das wird halt hier nicht angesehen und vor allen Dingen nicht gern gesehen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Und das Thema ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe dazu auf Insta auch eine Bloggerin eben gesehen, die ihre Zuschauer gefragt hat, wie man denn reagieren sollte, wenn man einen Kinderwagen sieht, also jemanden sieht, der den Kinderwagen schiebt und über dem Kinderwagen eine Decke hängt. Ob das jetzt ein Mulltuch ist oder eine Decke, ganz egal. Die Luft darin kann schlecht oder gar nicht zirkulieren, je nachdem wie dick die Decke eben ist. Und das Kind kann ins Koma fallen. Also es ist wirklich, auch das ist wirklich super fatal. Aber wie spricht man jemanden an? Wie gesagt, man nimmt in dem Moment der Person ein Stück weit von, naja, ich will nicht sagen Autorität, wie sagt man das Wort? Mir fällt es nur auf Italienisch ein. Jedenfalls ist es schwierig, ne, jemanden anzusprechen. Da kannst du noch so höflich sein. Ich habe es ja selbst miterlebt. Ich war ganz, ganz höflich und habe wirklich versucht, mit Fingerspitzengefühl ihr das zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist. Ich sage euch gleich noch was wegen der Insta-Geschichte, wie ich dann reagiert habe. Jedenfalls hat eine Zuschauerin von dieser Bloggerin dann geantwortet, dass sie das schon so gemacht hat, dass wenn sie Leute sieht mit einem Kinderwagen, die ein Tuch drüber haben, anspricht und sagt, boah, Entschuldigung, ich bin Notärztin, ich habe schon so viele Kinder gesehen, die entweder gestorben sind oder denen es nicht gut ging, bitte machen Sie das nicht. Gehen Sie zu DM, holen Sie ein Sonnensegel, die sind recht günstig, dann geht es Ihrem Kind gut. Das ist natürlich eine Lüge, aber es wird rein vom Kopf
psychologisch gesehen ganz anders aufgenommen, als kommt da jetzt eine andere Mutter daher und will der, ne, mit erhobenem Finger etwas sagen. Also sehr, sehr schwierig das Thema. Ich habe es ja jetzt selbst am eigenen Leib wieder erfahren. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ne? Es ist halt eine Notlüge. Kommt natürlich blöd, vor allen Dingen wir hier im Dorf. Ich kann jetzt niemandem erzählen, dass ich Notärztin wäre, dass man das vielleicht doch nicht tun sollte. Ist klar. Aber als sie das mit Instagram angefangen hat, ja, da war sie auch gerade schon am Losfahren. Und dann habe ich die Tür aufgemacht von ihrem Auto und habe eben gesagt, dass das eine mit dem anderen leider nichts zu tun hat. Und dass es mir ja wirklich leid tut, dass ich ihr das jetzt eben sagen musste. Aber sie sollte halt nochmal überlegen, ob das jetzt so gut war. Und ich habe schließlich in der Zwischenzeit, während sie eingekauft hat, und dann wurde ich ein bisschen lauter, auf ihr Kind aufgepasst. Das geht gar nicht. Ich habe selbst ein Kind dabei, ich habe keine Zeit, ich habe es immer eilig, ich habe viel zu tun und dann passe ich auf ein fremdes Kind auf, ja? Anstatt zu sagen oder vielleicht darauf zu reagieren, Mensch, boah, Mist, es war blöd, boah, danke Heidi, die kennt mich per Namen, dass du aufgepasst hast, danke, ist echt blöd gelaufen. Nee, kommt sie mir noch mit der Lüge um die Ecke, es sei ja so viel los gewesen, es wäre nur eine Kasse auf gewesen und sie hat 10 Minuten in der Schlange gestanden. Das war halt einfach gelogen. Zum einen ist meine Freundin eben früher heimgeschickt worden, weil nichts los war. Und zum anderen war ich ja selbst drinne an der Kasse. Liam ging sofort durch. Da war nichts los. Es war einfach nichts los. Ja. So. Natürlich ist es schwierig, in dem Moment seinen Fehler, seinen eigenen Fehler und vor allen Dingen, wenn es um die Kinder geht. So, jetzt ist wieder die Kamera ausgegangen. Meine Güte, es ist auch wirklich heiß hier. Ne? So viel zum Thema. Also, wie gesagt, es ist schwierig, den eigenen Fehler einzugestehen. Vielleicht sollte man da nochmal drüber nachdenken. Ich habe dann im Anschluss die Polizei wieder angerufen, habe gesagt, hier, die Mutter ist jetzt gekommen, alles gut. Ne? Und der Polizist hat sich, wie gesagt, bedankt und hat dann eben auch gesagt, dass sie auf jeden Fall da nochmal nachschauen und die Mutter da nochmal darauf aufmerksam machen, dass es so nicht geht. Schade, dass man dann dahingehend natürlich auch noch fertig gemacht wird, ne? Klar, gar keine Frage. Ich hatte auch wirklich ein schlechtes Gewissen sozusagen, habe dann nochmal sehr lange mit meiner Freundin telefoniert und die hat auch gesagt, nee Heidi, du hast alles richtig gemacht und das war gut und danke, dass du für das Kind gewartet hast. Im Endeffekt verstehe ich es zum Teil dann schon, dass die Leute halt einfach ja, da Angst haben, ne, dann bei der Polizei anzurufen, aber man sollte wirklich nicht wegschauen, macht es nicht, schaut nicht weg und vor allen Dingen geht es gar nicht erst selbst ein, dass ihr euer Kind oder euer Haustier im Auto lasst. Es geht so schnell, dass sich das Auto so derartig aufheizt und so schnell kann man gar nicht gucken und so wichtig kann ein Einkauf gar nicht sein. Ich selbst habe weder Babysitter, ich habe keine Mama, keine Schwiegereltern hier. Ich musste meine Kinder immer mitnehmen zum Einkaufen, immer. Geh mal mit 4 kleinen Kindern einkaufen, ja, das macht richtig viel Spaß. Oder mit dem Liam zum Beispiel, aber wenn es nicht anders geht, dann muss das Kind eben mit rein. Und vor allen Dingen geht man nicht einkaufen, wenn das Kind gerade seinen Mittagsschlaf machen muss und wenn man auch weiß, dass es die Zeit ist, in der das Kind den Mittagsschlaf macht. Schwierige Geschichte, wie gesagt, vielleicht steckt da was anderes hinter, vielleicht war der Einkauf so derartig wichtig, dass man das Kind halt im Auto lassen muss, aber das glaube ich nicht. Ja, so viel zur Geschichte. Ich bin immer noch nach wie vor total geschockt. Da könnt man gerne mal schreiben, wie ihr reagiert hättet. Wärt ihr da jetzt durch einen halben Aldi, hättet geschaut oder jeden angesprochen, wem das Kind da draußen gehört. Auch wieder schwierige Geschichte, wenn es dann alle anderen mitbekommen. Aber gut, wäre ja dann in dem Moment auch egal. Hauptsache dem Kind geht's gut. Ja, wirklich sehr, sehr schwierig. Also wenn ihr sowas seht, seid aufmerksam, versucht da irgendwie, ja, demjenigen, der im Auto ist, zu helfen. So traurig es ist, das gibt es eben nun mal. Ne? So, jetzt ist der Liam kurz durchs Bild, weil er auf Toilette muss. Also, wo war ich stehen geblieben? Wenn ihr sowas seht, seid bitte aufmerksam. Bleibt dort stehen, auch wenn ihr wenig Zeit habt. Versucht irgendwie Hilfe zu holen, schaut euch um. Vielleicht erkennt ihr ja, wem das Auto gehört. Es ist schwierig. Ich weiß, es ist wirklich schwierig. Ich war in einer blöden Situation. Und heutzutage, also was ich auch schon gehört habe, dass ältere Menschen im Auto zurückgelassen werden, ne, weil man schnell was erledigen muss, geht auch gar nicht. Es geht einfach nicht.
Und ich glaube, vor 2 Jahren oder, also es ist schon ein bisschen her, hat in Italien leider ein Papa sein Kind im Auto vergessen und ist zur Arbeit. Das Kind ist qualvoll gestorben. Es war sehr klein. Und da könnte man auch meinen, wie kann man das eigene Kind im Auto vergessen? Ja, der war scheinbar so in Gedanken, ist zur Arbeit und als er zurückkam, ja, war es natürlich zu spät. Ja, wie gesagt, schwierige Situation. Ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen. Ich muss das jetzt für mich auch nochmal alles so ein bisschen, ne, mir durch den Kopf gehen lassen. Und mir hat es sehr geholfen, dass ich dann mit meiner Freundin nochmal lang drüber gesprochen habe. Sie hat mich dann auch nochmal, nicht, wie sagt man auf Deutsch, nicht aufgemuntert, sondern aufgebaut. Und hat gesagt, Heidi, das war schon gut so, dass du das gemacht hast. Wie gesagt, dadurch, dass wir halt in einem Dorf leben, ist es auch nochmal schwieriger, ja. Weil natürlich bin ich jetzt der Arsch der Nation. Und natürlich werde ich jetzt wieder fertig gemacht, so auf die Art, ja, ist die Polizei gerufen, ne. Schwierig, aber ich habe kein schlechtes Gewissen und ich denke, dass ich da nach wie vor das Richtige gemacht habe und gut gehandelt habe. Dass sie mir dann natürlich mit Instagram um die Ecke kommt, ist eine andere Geschichte. Das steht auf einem anderen Blatt, aber da stehe ich seit Jahren dahinter und ich hatte damals tatsächlich meine Bedenken und habe viel gezweifelt, aber dann hatte ich Eier in der Hose. Ich spreche jetzt so mit euch, als würde ich mit meiner Freundin sprechen und habe es durchgezogen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das so in meinem Kopf hatte und mir egal war, was die Leute darüber sagen. Und ich habe dadurch jetzt so viel erlebt und ich habe ja so viele tolle Erfahrungen machen können durch mein Instagram, ja, was ja so schlecht ist hier. Und das ist mir dann in der Hinsicht egal, dass sie das gesagt hat. Okay, meine Lieben, also ich denke, es wird jetzt mal wieder ein langes Video für euch. Vielleicht habt ihr in der Zwischenzeit gebügelt, vielleicht habt ihr gekocht oder euch die Fingernägel lackiert. Bitte passt auf euch auf, schaut euch um, seid aufmerksam. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Okay, dann wünsche ich euch nur das Beste und dann freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Und dann zeige ich euch auch das, was ich eigentlich hier zeigen wollte. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und Grüße gehen raus an alle aus diesem Dorf, die mir was Schlechtes wollen. Aber natürlich ganz, ganz liebe Grüße und eine fette Umarmung an alle, die mir nichts Schlechtes wollen. Ne? Ist klar. Also, macht's gut. Tschüss.